Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zum Großer Preis von Malaysia in der F1 2017 Beisler Edition. Schweizer vor Schwalt vor der Pole. Dann Vallvorrick und Tien Tran. Oliver Herbst tritt die Überraschung im Porsche vor Yannick Le Gall. Schmutz vor Kenny. Joker vor Fuxi. Adib Amer die nächste Überraschung von Nowin Amani. Cevicki, Rüttnauer, Rocky Bergmann wieder enttäuscht. Freund Beißler am Ende sogar 19. im Starting Grid. Da hat also noch der Eicher der Zeit geschafft. Aber was für eine. Was? Was für eine Startaufstellung, wollte ich sagen. Wir müssen immer so schnell drücken. Auch wenn das jetzt hier so ein bisschen verwirrt klingt. Gut, es ist 2:30 nachts, aber dazu sage und noch einmal OBS-Check gepasst. Ich muss immer sehr schnell reagieren, weil dann die Einblendungen wegklicken muss. Wir gehen mal in unsere, es soll doch hoffentlich nicht regnen. Gehen wir mal in die Rennstrategie. Nein, Gott sei Dank nicht. Der hätte jetzt freie Reifewahl. Schweizer auf der Pole. Könnte da gut aufholen. Die beiden Red Bull sehr stark. Herbstritt hat von dem Regen profitiert und hat sehr stark den Porsche auf die 5 gestellt. Le Gall auch vom Regen profitiert. Der hat es dann auf die 6 vorgeschafft, der Le Gall. Ja, was werden wir hier für ein Rennen sehen? Durchgemischt. Slivic hat verzockt. Bergmann hat verzockt. Wieder Bergmann. 0 zu 2 gegen der Schweizer im Duell hinten, wie ich 0 zu 2 gegen den Novien hinten. Ha, Eichert, Cevicki, glaube ich, 1-1 mittlerweile. Gehen wir mal in die Rennstrategie. Es werden 14 Runden erwartet. Kürzeres Rennen als das in. Ja, bis Runde 7 wäre es noch möglich. Ja, machen wir das mal so. Ich würde sagen, ansonsten bleibt es mit den Reifen. Können wir die Strategie auswählen. Und ja, brauchen wir jetzt nicht viel mehr machen. Ja, im letzten Rennen hat der Schwalt gewonnen. Kann hier der Matze Schweizer den ersten Sieg in der Edition holen. Fährt ja auch in Grand Prix 2 Ferrari. Also kennt das Auto, kennt das Team. Und Beißler. Sehe gerade meine Außenspiegel, sind etwas verbuggt. Hier kann man sogar den VW-Regenschirm sehen. Ja, hier ist doch das. Die Teams haben leider keine Toyota-Dinger. Da gab es in dem Mod nur Autodesign. Wie dem auch sei, gehen wir einfach rein. Was soll ich denn hier in dem Menü noch lang rumquatschen? Aufwärmrunde jetzt hier. Nacheinander wären die Autos reingeholt. Da geht's los in die Aufwärmrunde. Nö, das will ja irgendwie keiner. Eberhofer, bei VW sucht man noch nach Lösungen, nachdem man in Punktekurs liegend ausgeschieden ist in Melbourne vor einer Woche. Wie immer, ich versuche, dass die Rennen wöchentlich kommen, so wie es früher mit Grand Prix 2 war. Formationsrunde hier in der Weißer Edition zum zweiten Grand Prix des Jahres Malaysia. Nächste Woche geht es dann nach China, Shanghai und dann nach Bahrain. Shanghai ist mir auch immer gelegen und dann Bahrain. Bergmann, der wird natürlich wieder alles geben. Ja, ist so ein bisschen im Schatten vom Schweizer. Der Schweizer scheint der große Favorit zu sein.
Aber Audi, ja, das Limit hat es halt vermurkst, da im Qualifying, im Regen. Bei Beißler muss man sagen, im Qualifying, wenn er den ersten Versuch nicht ins Kiesbett gehauen hätte, vielleicht wäre er da weiter vorne gestanden. Beißler also mit Harz die Reifen anzuwärmen. In der Aufwärmrunde und da geht es gleich los zum großen Preis von Malaysia. Rennen Nummer 2. Rennen 2 von 17 in der Beißler Edition. Ja, wir haben gesagt, 17 Rennen gibt's. Nächste Woche dann in China. So, und dann heißt es jetzt die Daumen gedrückt halten und die Ampeln gehen aus. Und dann ist der Grand Prix von Malaysia gestartet. Und wieder kein so sauberer Start vom Beißler. Der Eichert zieht da mal gleich weg. Jetzt muss der Weißler hier gut reinfinden, hier gegen den Rüttenauer, gegen den Armani, der einzige Punkt für McLaren geholt hat. Da vorne Rempeleien, Weißler kommt da durch im Moment, starker Start, denke den Start werden wir nicht mehr in der Wiederholung sehen. Na, nur noch hier die Schneckenkurve, da war der Christian Freund, der da gerempelt hat. Oh Gott, sieht die Kameraperspektive da. Ah, Freund, Beißler, also Beißler hat es mit dem Porsche. Und ganz außen war der Czewicki. Aber okay, abgelaufen, ja, kann man gut sagen. Startsieger ist der Oliver Herbstritt. Der ist Vierter. Oliver Herbstritt, schauen wir uns mal an. Ist schon dran, der Valvoric zu überholen. Gibt es hier vielleicht ein Podest für Porsche, wer weiß. Hier sehen wir Herbstritt. Es ruckelt ein bisschen, das liegt am PC, der arbeitet. Ja, Herbstritt, der hier alles gibt. Also momentan nimmt er auf jeden Fall einen Ruf. Das sollte soweit klappen. Ich bitte die Ruckler zu entschuldigen. PC am Limit. Kann man auch, glaube ich, unschwer hören. Gut, passt soweit alles und wir gehen wieder zurück ins Rennen. Nicht aufs Gras kommen, Armani, Rüttenauer und der Beißler quetscht sich da vorbei, kriegt da vom Sven Rüttenauer noch eine mit, du dumme Drecksau, ich glaub's ja nicht, oh Gott, werde ich touchiert, oh nee, Leute, also das ist der Moment, wo die Rückblende zum Einsatz kommt, so geht's nicht, Einmal mache ich das, weil das ist ja wohl eine Sauerei. Hallo, da werde ich da abgeschossen von dem Rüttenauer. Bitte das zu entschuldigen. Ich habe versprochen, es nicht so oft einzusetzen, aber ich habe auch gesagt, es kann nicht immer vermieden werden. Und das war so ein Moment, wo ich sage, nee, also das muss nicht sein. Rüttenauer da aggressiv zur Werke. Weißler gegen seinen Ex-Arbeitskollegen Adib Amer gegen den Joker! Und der Schmutz wird umgedreht! Nee, das ist auch nicht fair dem Schmutz gegenüber, komm. Das war jetzt miese Aktion von mir. Da ist die Rückblende auch nur fair dem Schmutz gegenüber. Also es tut mir jetzt leid. Muss da vielleicht ein bisschen zahmer überholen. Das ist auch nicht fair hier gewesen, dem Schmutz gegenüber jetzt, den da so umzudrehen. So ist der Schmutz jetzt auch noch mit dabei. Ich entschuldige mich für zwei unsinnige Rückblende, aber ich habe gesagt, es lässt sich nicht immer vermeiden. Aber einmal war es das mit dem Rüttenauer unfair und das mit dem Schmutz war von mir unfair. Das war saublöd von mir, dass ich da versuchen will, drei zu überholen und den da abschieße. Und deswegen war das auch fair, dann ist der Schmutz wieder mit dabei. Und kann wieder um die Punkte fahren. Ich bitte das wirklich zu entschuldigen, aber ich habe ja gesagt, es lässt sich nicht immer vermeiden. Damit muss man leben, man weiß ja, wie der Beißler spielt. Wenn es einem nicht passt, kann er das Video an der Stelle beenden.
ist ja auch immer wieder ein Angebot von mir. Wem das nicht passt, darf gerne das Video beenden. Habe gar kein Problem mit. Meint, es gibt ja sowieso Dislikes wieder dafür, das weiß ich. Aber das ist mir gerade scheißegal. Ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, wie der Weißler spielt. Und dem ist das auch egal. Er spielt so, wie er spielt und basta. So, Joker. Da ist ein Punkteplatz vor mir. Jetzt müssen wir aber mal nach dieser turbulenten ersten Runde mal ordentlich fahren hier. Sonst verzeiht es auch der Zuschauer, nehme ich hier. Irgendwie kriege ich es gerade nicht richtig gebacken. Dahinter ist schon der Rüttnauer wieder. Der hat den Syrer am Meer schon überholt. Er ist jetzt nur mehr 13 da. Schweizer führt vor Schwald und Valvorik. Wieder der dritte Punkt, der dritte Platz Hamster. Und Herbstritt diesmal der Porsche auf der 4. Während ich hier im Duell mit Joker und Schmutz um die Punkte bin. Und davor ist der Fuchs. Die beide BRHs da vorne in den Punkten. So, jetzt kann ich mich ansaugen am Joker und dann sollte es möglich sein. Ja, Joker zieht weg. Ist die Lücke da frei für den Kampf gegen den Joker? Ja, das war doch mal Werbung für ordentliches Überholmanöver, würde ich behaupten. Wir gucken es uns mal an aus der TV-Kamera. Da ist mir dann der BR, der Honda, weggefahren. Honda, Toyota, motorentechnisch. Da gab nicht mal eine Berührung, gut überholt. Dabei ist aber endlich ein gescheites Überholmanöver gezeigt. Und nicht wie eine chaotische erste Runde, wie man es nicht machen sollte. Und jetzt ist Daniel Schmutz vor mir. Ja, das ist immer ein Grauen, wenn ich das hören muss. Da vorne Fuchsi und Le Gall und Kenny. Ja, die sind alle nicht sehr, sehr stark. Starkes Rennen von Kenny. Der kam auf von Platz 9, glaube ich, in der Startaufstellung. Daniel Schmutz kam von der 7. So, Beißlack versucht es gegen der Schmutz. Hat auch ordentlich geklappt. Jetzt Beißler auf der 9. Die Stelle, meinte ich, im Training ist sehr gefährlich. Da kann man wegfliegen. Und auch die, die danach noch kommt, da oben. Fuchsi, der zweite BRHs. Ob ich es hier schon ansetzen soll zum Überholen. Ah, kommt da fast nicht um die Kurve. Hab den Fuchs hier aber gekriegt. Die Stelle da oben, wo es jetzt kommt, die ist auch noch heikel. Hier die und die Kurve da unten noch. Le Gall ist jetzt vor mir im Renault. Kein DRS bekomme, das höre ich immer dann, wenn ich ein Klackgeräusch komme oder so ein Piepsen. Schweizer dreht eine schnellste nach der nächsten. Heute ist das der Renntag von Matthias Schweizer im Ferrari. Schwald auf der 2. Valvorik könnte zum zweiten Mal in Folge Dritter werden. Im Red Bull, der Valvo. Tiendran 5. Le Gall und Kenny und der Beißler. Da hinten tummelt sich auch noch der Fuchsi, der vielleicht seine Chance sieht. Schmutz auf dem letzten Punkteplatz. Le Gall im Renault gegen Michael Beißler. Ah, das ist heikel da. Glaub nicht, dass das funktioniert hier. Oh, der Yannick Le Gall zieht dazu. Boah, ist das heikel gewesen. Schwald ist raus! Christian Schwald ist raus! Valvorik Zweiter und das könnte man jetzt in einem Bildausschnitt angucken. Ah, ich wollte eigentlich die Replay-Taste machen. Hier erst einmal das Manöver Le Gall gegen Beißler. Das war sehr haarig, dass das außer gut gegangen ist.
Hui! Boah, war ohne Berührung. Ist gut gegangen, die Nummer. Und damit wäre Oliver Herbstritt auf der 3. Was ist mit Schwalb passiert? Mal gucken, ob wir das noch im Bildausschnitt kriegen. Das muss der Schwalb sein. Da haben wir ihn. Was passiert mit dem Schwalb? Da fährt er noch auf 2. Und da qualmt! Da qualmt! Sieht aus wie ein technischer Defekt. Wir hören, dass der Motor ausgefallen ist. Motorausfall bei Christian Schwalb. Vielleicht können wir das nochmal onboard angucken. Christian Schwalb mit einem wahrscheinlich Motorschaden auf 2 liegend ausgefallen. Valvoric 2 und Herbstritt auf der 3. Hören wir mal rein. Na, Getriebe. Das hört sich nach Getriebeschaden an. Er will runterschalten und dann geht der Motor aus. Das deutet auf einen Getriebeschaden bei Christian Schwalb hin. Und jetzt will ich nochmal aus Onboard vom Le Gall das Manöver zwischen Yannick Le Gall und dem Michael Beißler nochmal sehen. Onboard jetzt vom Le Gall. Da hat man was gehört. Es hat gerumpelt. Hier nochmal Onboard von Le Gall vom Renault, wie außen der Beißler. Leichte Berührung am Seitenkasten, aber nichts kaputt gegangen. Das war haarig. Könnte Valvoric sogar die WM-Führung übernehmen hier nach dem Rennen. Also hier passiert in der Beißler Edition doch mehr, als wenn es die Original Edition gewesen wäre. Wollen wir uns nicht länger aufhalten. Schwalb ist raus. Erster Ausfall des Rennens. Christian Schwalb mit Getriebeschaden im Audi. So, Kenny gegen den Michael Beißler. Und es sollte... Achtung! Ja, da hat der Beißler zu zaghaft eingelenkt. Oh, um Gottes Willen! Nein! Nein! Oh, nein! Ach Gott! So, damit wieder ein Rennen für den Mülleimer. Ach, so eine Scheiße, Mensch. Ja, komm, fahr mir doch hinten rein, Czewicki. Oh Gott, wieder ein Rennen zum Vergesse und... Oh, Mann. Das Rennen kannst du wieder vergessen. Das wird eine Katastrophe hier. Nee, also tut mir leid, es gibt noch einmal eine Rückblende. Es tut mir so leid, aber das... Okay, die Rückblende nützt hier auch nichts mehr. Es ist ein Rückblendendesaster hier. Ja, fahr mir doch... Ja, komm, du Arschloch! Oh, Mann... Ich hasse es. Ich hasse es. Du blöde Drecksau, Dumme. Hast mir's Rennen versaut. Ich krieg die Krise. Wieder ein Rennen für den Arsch. Wieder ein Rennen für den Arsch. Kotzt mich das an. Jetzt kann ich das Auto gar nicht mehr fahren. Ja, ich habe am liebsten Lust, das Rennen wegzuwerfen. Das kotzt mich schon so an, das Rennen. Das kotzt mich schon so an, das Rennen. Unglaublich. Das kann ich wieder in den Mülleimer werfen. Wieder so ein scheiß Rennen, Mensch. Da fährt mir noch so eine dumme Drecksau rein. Ich hab... Oh, kotzt mich das schon wieder an.
Das Rennen kann ich doch in Mülleimer werfen. Hier kann ich wieder nichts reißen. Wieder auf dem Weg in die Punkte. Ach, Mann. Bleibt mir nichts übrig, als in die Box zu gehen und dann wieder von hinten her zu fahren. Halt die Fresse, Arschloch! Halt die Fresse! Kann man den ausschalten, den Renningenieur? Kann man nicht. Mann, ist das eine verfickte Dreckscheiße! Wieder so gut im Rennen gelegen und dann drehe ich mich da weg. Fahr raus, fahr jetzt raus. Halt die Fresse, du Arschloch! Kann man den abschalten? Halt die Fresse. Halt die Fresse, Arschloch! Renningenieur aus! Ach, halt die Fresse! Meine Fresse, so eine Scheiße! Blieb mir nichts übrig, als jetzt in die Box zu gehen. Warum ist denn meine Kamera schon wieder verstellt? Das heißt, es hier halt durchpauke mit der Reife, gucke, was noch geht. Mann, in Melbourne okay, aber hier, das ist doch... Ja, fahr doch raus, du Scheißkarre. Fährt mir der Czerwicki die Sau noch hinter rein? Unglaublich. Ah, wieder ein Rennen, wo was möglich gewesen wäre. Also, Weißler und McLaren, es scheint wieder mal zum Scheitern verurteilt zu sein. Zweite Rennen klappt's wieder nicht. Den scheiß Renningenieur kann man auch nicht ausstellen. Mal gucken, ob ich überhaupt nochmal an das Feld rankomme. Ich glaube nicht mehr. Wir müssen zwar irgendwann noch alle an die Box. Ich weiß, der Schweizer war gerade an der Box. Slivic, da war Schweizer an der Box, Tran, Herbstritt, Kenny, die waren an der Box. Le Gall auch. Wieder ein Rennen, wo ich nur hinterher fahren kann. Sehr schön. Da oben die Stelle, wo ich gemeint habe, die so gefährlich ist, da komme ich zu weit auf den Körb, dreht sich die Karre weg. Ich meine, ich entschuldige mich an der Stelle jetzt für den dumm sauernden Czerwicki. Der hat mir dann den Rest gegeben, aber ich denke, ich bin auch so blöd auf die Strecke gefahren. Oh, Mama Mia, das ärgert mich. Ja, fahr doch raus, scheiß Auto, ja, fahr doch raus. Blöde Dreckskarre, komm doch aus dem Kiesbett, meine Fresse doch einmal. Mann, du sollst dich nicht 20 Mal drehen, sollst aus dem Kiesbett gehen. Mama Mia. Meine Fresse! Wenn noch zwei so Sachen passieren, knall ich das Auto in die Wand rein. Mann, echt so eine Scheiße! Halt die Fresse, du blöde Drecksau! Renningenieur aus, will nichts mehr von dir hören, halt die Fresse! Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 45,7. Ich ignoriere den Wichser einfach. Ich soll mich immer voll schwafeln, sonst fahre ich in das Auto, sonst kann das Auto reparieren gleich. Mal über 20 Sekunden hinterm Czerwicki, der fährt in einem Sauber, der hinterher fährt. Kann's doch nicht wahr sein. Mann, hier auch hier wäre wieder wieder ein paar Punkte drin gewesen.
Also ich glaube, nach Gott sei Dank ist das das letzte Rennen für heute. Dann wird es an der Erbse kriegen. Also mit der Stimmung brauche ich kein weiteres Rennen mehr fahren. Teamkollege an der Box. Rüttnauer an der Box. Die war halt mal auf 2 und 3 vorgefahren. Okay. David würde Tientran unter Umständen. Das heißt, Tientran hat Herbstritt überholt beim Boxenstopp. Der Tien war vorher nämlich hinterm Herbstritt. Der war er nämlich Vierter. Tientran hat der Undercut gemacht. Heimlich still und leise hat der sich am Herbstritt vorbeigearbeitet. Und so wird Porsche wieder an dem Podest vorbeischrammen. Sekunde, ja, ich glaube 29, he? Der Czewicki ist weit vor mir und der ist vor mir an die Box gefahren. Ja, der mir drauf gebrezelt ist. Mamma mia. Ja, und dann drehst du dich genau. Dreh dich doch. Komm aus dem Kiesbett raus, Scheißkarre. Mann. Nix, Box, Box, Box. Ich hab die Schnauze voll. Beißler hat die Schnauze voll und steigt aus dem Auto aus. Tut mir leid, aber es hat keinen Wert mehr gehabt. Ich wollte das Auto eigentlich verschrotten, hat aber nicht ganz geklappt. Damit bleibt die Anzeige natürlich jetzt stehe bei dem Punkt, wo ich beendet habe. Tut mir leid, aber das Rennen war zum Vergessen. Beißler hat abgeschaltet, Schnauze voll gehabt. Matthias Schweizer ist der Rennsieger im zweiten Rennen. Und Valvorik, wenn ich es richtig sehe, mit auf dem Podest. Die Anzeige an der Seite, die ist nicht mehr aktuell. Die ist dann im Stand stehe geblieben, wo ich jetzt aufgehört habe. Slivic Fünfter. Wenn sie gleich nochmal analysiere. Ja, Schweizer vor Valvorik und Tientran, das ist das Podest. Starkes Teamergebnis für Red Bull und ja, Audi verwachst, Schwalt mit einem Getriebeproblem raus. Slivic am Ende noch auf 5 vorgekommen, aber der kam ja auch von ganz hinten. Damit jetzt wohl auch der
Valvoric vielleicht sogar in WM-Führung, wenn ich es gleich nochmal analysiere. Für der Beißler war das ein gebrauchtes Rennen. Es hat zum Schluss keinen Sinn mehr gemacht, weiterzufahren. Es tut mir sehr leid. Nachdem ich mich erneut wieder ins Kiesbett gelegt habe, habe ich die Schnauze voll gehabt. Und wollte eigentlich das Auto fachmännisch verschrotten an der Wand. Hat aber leider nicht geklappt, es ist nicht kaputt gegangen, also habe ich es dann halt so beendet. Es tut mir sehr leid, aber auch damit muss man beim Beißler leben, weil, ja, das hat mich so genervt jetzt, das Rennen. Das war nicht mein Rennen. Wir gehen jetzt mal die Hatz analysieren, dafür machen wir das Tachometer raus und den Tower. Und gehe mal wieder zurück ins Rennergebnis, ja, und da hat sich noch einiges getan am Ende. Matthias Schweizer hat gewonnen vor Valvoric und Tjentran. Rocky Bergmann von 15 gekommen auf die 4. Slivic von 16 gekommen auf die 5. Oliver Herbstritt hätte sich denn beide am Ende noch erwehren müssen und ist 6. geworden. 7. Schmutz, 8. Fuchsi, 9. Freund, der kam von der 17. Und der Kenny am Ende noch 10. Der Le Gall ist aus den Punkten gefallen, dessen Reifaufgabe. Rüttnauer, Eberhofer und wir gehen es einfach mal durch. Dann Joker, Armani, Amer, Eichert, ja, Cevicki, dem habe ich ein bisschen gekostet. Ich möchte mich nochmal an der Stelle bei Nico Cevicki entschuldigen. Ja, und ausgefallen Michael Beißler, der hat einfach das Auto aufgegeben, dem hat es gereicht. Wollte es verschrotten, hat nicht geklappt, immer das hat geklappt, das Auto zu verschrotten. Und Christian Schwalb mit einem Getriebeproblem, die beiden Ausfälle. Also auch im Rennen 2:0 für der Armani bisher. Kein guter Saisonstart für den Beißler, aber Beißler und McLaren. Wir gehen mal in die Weltmeisterschaft und da führt Matthias Schweizer jetzt 2 Punkte vom Valvoric und 7 Punkte vom Boris Slivic. 10 dahinter der Schwald und 14 dahinter auch der Tjentran, auch der Bergmann mit 15 Punkten dahinter. Auf 6 ist wieder aufgeschlossen dadurch, dass der Schwald verloren hat. Ja, starker Auftakt der beiden Red Bulls. Freund auf der 7, Schmutz 8, Herbstritt 9, 10 Fuchsi, dann haben wir noch Le Gall und 13 Fahrer bisher in der Punkte. Joker hat noch keine Punkte geholt, genauso wie beide VWs, Amer, Beißler, Eichert und Cevicki. Ja, Beißler, Konstrukteursrangliste, Ferrari 1 Punkt vor Red Bull und 2 vor Audi, also spannend. Und dann gute 4. Platz für Porsche. Monster Energy hält sich weiterhin noch auf der 5. Und dann dahinter Haas, BR Haas, Renault und ja, der Novin mit dem einen Punkt aus Melbourne für McLaren Toyota. Das ist schon sehr, sehr bitter. Aber hier, Fahrer-WM könnte der Beißler Edition doch spannend werden. Nächste Woche heißt es großer Preis von China. Donnerstag wird das Qualifying und Sonntag wird das Rennen. Und ich hoffe, dass dann endlich mal was geht für den Beißler. Meine Melbourne war es echt Unglück. Muss man echt sagen. Da ist dumm gelaufen mit dem Dreher. Ja, hier habe ich es vielleicht auch nicht anders verdient. Zweimal Rückblende eingesetzt, fast sogar drittes Mal. Vielleicht hat es der Beißler auch nicht besser verdient, wie hier auszuscheiden. Das wäre auch gar nicht verdient gewesen, hier in dem Rennen Punkte mitzunehmen. Vielleicht ist es dann auch so okay, wie es gelaufen ist. Aber es muss besser werden, dringend. Und das dann in China, eine Strecke, die mir eigentlich auch liegen sollte. Da sollte was gehen. Das dann nächste Woche der Grand Prix von China. Mal gucken, ob der Valvoric hier noch zum Geheimfavorit um die Weltmeisterschaft wäre kann. Man weiß es ja nicht. Muss man mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Ich weiß, dass ein Rage vom Beißler auch mal gern gesehen ist. Also viele finden es geil, wenn sich der Beißler ärgert. Ich fand es nicht so geil, aber gut, mich fragt man ja auch nicht. China, Malaysia abhaken und jetzt nach China und dort das Beste draus machen. Da muss jetzt endlich mal was auf die Punktetafel her. Das kann ja nicht wahr sein. Ich sag schon mal vielen Dank, aber kann man sich jetzt Wiederholung, Wiederholung anzeigen lassen? Ah! Interessant. Daher hat der Araf immer seine ganze Rennszene.
der tut dann da immer herumschalte. Und da hat er seine ganze Rennszene. Hier kann man immer das Rennen in der Wiederholung angucken. Und mal hier den Start. Gut zu merken. Können wir jetzt nochmal die Manöver angucken. Ah, das ist gut zu merken. Da können wir ja jetzt mal so Highlights zeigen von dem Rennen. Hier schon das Manöver. Ja, da haben wir den Amer auch schon ein bisschen in die Wiese gedrückt. Ah, der Beißler hat sich zwar gut bemüht in dem Rennen, dass der Schmutz rausgekachelt hätte. Dann gegen den Joker. Ja, also auch hier war der Beißler wieder auf Punkte Chance, aber bisher eine Zielankunft als 16. ein DNF. Ja. Ja, interessant, der Replay-Modus hier. Dann das Duell mit dem Le Gall, ja. Der hatte DRS, der Beißler leider nicht. Oh, hier kommt noch mal das Spannende. Hier sind die TV-Kamera jetzt 100 Mal besser als in dem... Also warum im Replay die TV-Kamera besser ist als im Spiel selber, muss ich nicht verstehen. Oh, hier mal das starke Manöver. Bis dahin sah das Rennen vom Beißler noch in Ordnung ist, da ist zu der Zeit der Schwalt ausgefallen. Und dann war ich dran am Kenny. Kann man auch mal meinen Helm von außen sehen. Und da habe ich es dann weggelötet da oben in der Kurve. Da habe ich den ersten Versuch gehabt gegen den Kenny. Zu zaghaft, da konnte der Kenny außer wieder gegenhalten. Und dann habe ich es da auf dem Körb weggelötet. Ja, bin aufs Gras gekommen. Ah, es war schon selten dumme Fahrfehler. Und da muss man in der Analyse auch mal ganz klar betrachten, hier der Czewicki keine Chance, hier kommt aus der Sicht vom Czewicki keine Chance, dem fahre ich da Klassiker dumm wieder auf die Strecke zurück. Hier kommt's nochmal. Sorry Nico, auch für das, was ich da gesagt habe. Oh, also das war schon saublöd. Und da braucht sich der Beißler auch nicht mehr beschweren, dass das Rennen dann für den Arsch ist, weil... Also nochmal aus der Sicht vom Czewicki sehen. Hier sehen wir, wie es der Eichert gesehen hat. Oh, der Eichert knallt auch noch drauf. Und hier kommt die Sicht vom Czewicki. Bäm, na. Der Eichert wäre auch noch drauf gefahren. Ah. Ah. Ist dann selten dumm gelaufen für den Beißler. Dann hier verschrottet, dann ging es an die Box. Da wurde das Auto repariert, da kam er wieder raus, der Beißler. Und dann, ja, er hat halt gepusht, der Beißler. Er hat versucht, hier ins Kies gefahren. Ha. Es war dann aussichtslos in dem Rennen. Es ist hier so, wenn man einmal hinter ist, hat man natürlich in dem Spiel kaum noch eine Chance aufzuholen. Aber es hätte nicht sein müssen. Hier nochmal schöne Kiesabflug. Da nochmal Abflug im Kies. Hier ist die TV-Kamera auf jeden Fall besser als im... Ja... Also gut zu wissen, das benutzt der Araf hier als immer für seine Videos, solche Highlight-Szene. Der zeichnet es dann da auf, das Replay. Eigentlich Malaysia eine Strecke, die ich gern mag und gut liegt, aber irgendwie habe ich es nicht zusammenbekommen. Und dann hat der Beißler eine Wut gehabt und wollte das Auto hier
Ja, hier bin ich dann nochmal rausgesegelt und dann bin ich geradeaus auf die Leitplanke. Hier noch nicht, okay. Die Szene auch nochmal zeige. Hier dann nochmal ein erneutes Segler ins Kies. Also, da haben sich die Fahrfehler gehäuft beim Beißler. Und es war dann auch hier wieder ins Kies gefahren. Und jetzt ist die TV-Kamera scheiße. Und da gab es dann noch eine Lösung. Hier ins Kies gefahren. Und hat der Beißler gesagt, jetzt reicht's mir. Bang, und da ist nicht mal Rad weggeflogen. Das ist natürlich erbärmlich. Das gibt die Rennleitung Schönes her. Mechanisches Versagen vom Schwald, ja, das haben wir gesehen. Ja, gut, diese Wiederholung, dieses ganze Rennaufzeichnen, interessant, die müssen wir uns mal merken. Habe alles nochmal im Kurzschnitt gesehen, was für eine Katastrophe das war. Ich sag jetzt aber mal echt auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass wir in China dann was endlich was zeigen können. Weil wir hätten immer so die Anfangsrunde was zeigen können. Aber dann ist was dann schief gelaufen. Ja, so ist es halt. Sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Keep racing und bis zum nächsten Mal, euer Beißler.